Richtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet einen vielversprechenden Rekruten. Ist er das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Es gibt keinen Grund für Förmlichkeiten, Duncan. Immerhin werden wir gemeinsam Blut vergießen. Hallo, mein Freund. Wie ist euer Name? Ich bin Matze, Euer Majestät. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Die grauen Wächter bemühen sich, ihre Anzahl zu vergrößern. Und ich für meinen Teil freue mich, sie dabei zu unterstützen. Wie ich sehe, seid ihr vom Zirkel der Magie. Na klar. Ich nehme an, ihr kennt einige Zauber, die uns in der kommenden Schlacht nützlich sein werden. Oh ja, ich kann Leute explodieren lassen. Ich werde selbstverständlich mein Bestes geben. Hervorragend. Wir haben hier zu wenige Magier, also ist uns jeder weitere willkommen. Erlaubt mir, der Erste zu sein, der euch in Ostagar willkommen heißt. Die grauen Wächter werden enorm davon profitieren, euch in ihren Reihen zu haben. Und hören Sie mal langsam auf, ich werde noch rot. Ihr seid zu freundlich, Euer Majestät. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Logain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliffe in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Mir war nicht klar, dass die Dinge so gut laufen. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Logain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Na ja, tschüss, tschüss. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Ja, du klingst trotzdem nicht wirklich beruhigt. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Da sollten wir uns vielleicht beeilen. Ja, wir sollten mit dem Ritual fortfahren. Okay, was muss ich tun? Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Bis dahin muss ich mich noch um einiges kümmern. Wenn du mich brauchst, findest du mich beim Zelt der grauen Wächter auf der anderen Seite dieser Brücke. Okay. Alles klar. Schauen wir jetzt doch mal diese Aussicht an. Oh. Ach, schön in den Bergen und mit Wäldern. Oh, herrlich. Aber na gut. Mit dieser schönen Aussicht mache ich erstmal wieder Schluss. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, liebe Leute. Da sind wir auch mal wieder bei Dragon Age Origins. Ja. Der Zirkel hat uns quasi rausgeschmissen, aber die grauen Wächter nehmen uns auf. Jetzt sind wir in Ostagar, wo bald eine riesige Schlacht im Gange ist und, ach, muss nur immer wieder sagen, die Aussicht ist doch herrlich. Die Sonne scheint, wir sind an der frischen Luft. Was brauchen wir mehr, um glücklich zu sein? Ja, ein Bett wäre nicht schlecht, aber ansonsten... Hallo, ihr müsst der Rekrut der grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Ja, das bin ich. Und warum haben wir überhaupt die Frostwaffen an? Wir sind doch jetzt alleine. Schauen, wo sind wir denn hier? Königliche Wache, aha. Grüße. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Okay. Erzählt mir vom König. Ihr müsst ihn oft sehen, oder? Das tue ich wohl, obwohl er einen Großteil seiner Zeit mit den grauen Wächtern verbringt. Er begleitet sie, wohin auch immer sie gehen, um genau zu sein. Taryn Loghain sucht den König so oft wie möglich auf und diskutiert mit ihm über die kommende Schlacht. Aber der König winkt einfach ab. Der König will die Verderbnis in einer einzigen großen Schlacht beenden, die Barden noch in Jahrhunderten besingen werden. Haltet ihr das für möglich?
Naja, ich habe so meine Zweifel. Genauso denkt auch der Terran. Doch am Ende wird er dennoch tun, was der König will. Der König war amüsiert, als der Terran ihn unverantwortlich nannte. Und sie haben sich wegen der Königin gestritten. Ach, wegen der Königin? Sie ist die Tochter des Terran. Er war über irgendetwas, was sie oder der König getan hat, nicht besonders glücklich. Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte vermutlich nicht darüber sprechen. Stimmt, ich sollte auch lieber gehen. Wie ihr wünscht. Interessant. Logan und der König haben sich gestritten. Ja, Logans Wache. Ihr nähert euch dem Zelt von Terran Logan. Was ist euer Anliegen? Ja, er steht wohl auf grün, na jut. Ist der Terran in seinem Zelt? Was macht er? Ja, er ist in seinem Zelt, aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Ach komm, ein wenig könnt ihr mir doch bestimmt von ihm erzählen. Ich denke schon, solange wir leise reden. Er und der König streiten schon seit Tagen. Der Terran kannte den König schon als Baby, deshalb verzichten sie auf Förmlichkeiten. Der Terran sagt, was er denkt, und der König brüllt direkt zurück. Ich persönlich denke, der König sollte tun, was Terran Logan sagt. Ohne den Terran würde es hier nicht so gut für uns aussehen. Okay. Ich bitte um eine Audienz beim Terran. Ich nehme an, ihr habt eine Nachricht für ihn. Wartet einen Moment. Na dann, schick ihn raus. Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Dankets neuer grauer Wächter, nehme ich an. Wow, woher wisst ihr das? Nach eurem Treffen konnte seine Majestät seine Aufregung euretwegen nicht verbergen. Wie hätte ich nicht von euch hören können? Kalens Faszination für die Grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Nein, das wusste ich nicht. Marek respektierte die Grauen Wächter. Sie haben einen Ehrenplatz in den Herzen unseres Volkes. Marek hätte allerdings gedacht, dass man mehr als eine Legende braucht, um eine Schlacht zu gewinnen. Aber das ist eine Diskussion, die ich hier nicht wiederholen werde. Ich habe gehört, ihr kommt vom Zirkel der Magie. Der erste Verzauberer hat euch in den höchsten Tönen gelobt. Eine beeindruckende Leistung für jemanden, der so jung ist wie ihr. Ich nehme nicht an, dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Als Magier glaube ich nicht. Ich hoffe ja nicht. Ihr seid klüger, als ihr aussieht. Jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Falls ihr an Gebete glaubt, solltet ihr darum beten, dass unser König offen für Weisheit ist. Und wenn er es nicht ist? Dann betet trotzdem. Na gut, heiliger Mutter Gottes, lass ihn endlich klug sein und so weiter und so fort. So, fertig. Ja, war ein kurzes Gebet, ich weiß aber, was soll's. Und was hat der da? Der hat ein Ausrufezeichen. Das ist nicht gut. Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren. Seid ihr der neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Okay, wo liegt denn das Problem? Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen. Der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte. Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Na gut. Ich werde es versuchen. Geht in den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Wir werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. Okay, na mein Großer, beiß mir nicht die Hand ab. Der Hund sieht respektvoll zu dir auf und legt seine Angriffshaltung ab. In seinen Augen erkennst du Intelligenz. Ebenso wie große Schmerzen. Dieses Tier ist sehr krank. Nach dem Hund den Maulkorb anlegt, wir sind doch Tierfreunde. Na, sei mal brav, gib Pfötchen. Gut gemacht. Jetzt kann ich den Hund versorgen. Armer Kerl. Mir ist da etwas eingefallen. Geht ihr in nächster Zeit in die Wildnis? Ja, möglicherweise. Wieso? Es gibt eine bestimmte Pflanze, die die Überlebenschancen dieses Hundes verbessern könnte. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. Okay, ich werde versuchen, eine zu finden. Gut. In der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Ja, immer gern. Ich bin doch immer nett zu Tieren. Bruder, Elf, wie ist dein Name?
Pink, Sir. Geh und sag Taryn Logan, dass der Kriegstrupp bereit für die Speermission ist. Wir werden eine Nachricht senden, wenn wir auf etwas Ungewöhnliches stoßen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Okay. Ist interessant. Ach, das ist eine Elfenwurzel. Her damit. Ja, da ist auch Danke. Mal gucken. Wir müssen ja auch langsam die ganzen Leute hier finden. Ach, da ist Win. Erhöre die Gebete deiner. Wen haben wir denn hier? Ich habe schon gehört, dass der neue Rekrut der Grauen Wächter aus dem Zirkel stammt. Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal begegnet sind, aber ich habe viel von euren Fähigkeiten gehört. Mein Name ist Win. Und ich gratuliere euch zu eurer Läuterung. Sehr beeindruckend. Das Nichts ist ein gefährlicher Ort. Ach, so schwierig war es nicht. Oh, ihr wisst bereits alles, was es zu wissen gibt, nicht wahr? Genauso hat Irving euch beschrieben. Ein beeindruckendes Selbstbewusstsein. Ihr seid also ein grauer Wächter und kämpft an der Seite des Königs. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass ihr gerade erst eure Ausbildung abgeschlossen habt. Ach, ich hoffe, ich enttäusche niemanden. Ah, Kind, ihr wurdet gut erzogen. Setzt euer Wissen ein und vertraut auf euch selbst. Die Magier haben in den Kämpfen gegen die Dunkle Brut schon immer Schlüsselrollen eingenommen. Vielleicht seid dieses Mal ihr es, der das Blatt zu unseren Gunsten wendet. Habt ihr schon einmal gegen die Dunkle Brut gekämpft? Ja, gegen Nachzügler. Nicht gegen die riesige Horde, von der die Späher berichten. Ich frage mich, wie viel wisst ihr über die Verbindung zwischen der Dunklen Brut und dem Nichts? Was hat das Nichts mit all dem hier zu tun? Jedes Mal, wenn euer Geist euren Körper verlässt, ob im Traum oder im Tod, betritt er das Reich, das wir das Nichts nennen. Es beheimatet viele Geister. Manche von ihnen sind freundlich und andere eher nicht. Im Herzen des Nichts liegt die schwarze Stadt. Aha. Davon habe ich gehört, ist dort etwas Schlimmes geschehen. Manche meinen, die schwarze Stadt sei einst der Sitz des Erbauers gewesen. Aber als die Magier des Reiches von Tevinter einen Weg in die Stadt fanden, wurde sie durch ihre Sünden verdorben. Die Verderbtheit verwandelte diese Männer und machte aus ihnen verdorbene Abbilder ihrer eigenen Herzen. Und der Erbauer schleuderte sie zurück auf die Erde, wo sie zu den ersten der dunklen Brut wurden. Das ist zumindest die Geschichte, die der Gesang des Lichts erzählt. Aha, naja. Ihr Kirche erzählt viel. Vielleicht ist sie nur ein Sinnbild, das uns lehren soll, dass das Böse in uns menschliches Leid verursacht. Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Im Moment ist diese Erklärung für mich genauso gut wie jede andere. Naja, zumindest ist es etwas, worüber man nachdenken kann. Ja, manchmal ist es weise, die eigenen Handlungen zu überdenken. Aber ich bin mir sicher, dass Duncan mehr für euch zu tun hat, als euch mit mir zu unterhalten. Schade. Die wir die Prophetin Andraste verraten haben, bitten jetzt um deine Vergebung. Steh uns bei in unserer dunkelsten Stunde. Wache über den tapferen König Kaelin und leite ihn, wenn er dem entsetzlichen Bösen entgegentritt. Wache über Taryn Logan und verleihe ihm die Weisheit, den Sieg gegen die Geißel des Schattens zu erringen. Wache über Ferelden, die Heimat der heiligen Andraste. Beschütze ihr Volk vor der dunklen Brut. Lasst uns unsere Häupter senken und zu dem Erbauer beten, auf dass er uns für würdig befindet. Amen. Na gut, gucken wir mal. Also, kann ich dir irgendwelche letzten Wünsche erfüllen, bevor du dich in den Kampf stürzt? Das Leben zieht nur so an uns vorbei, weißt du? Schon morgen um diese Zeit könnte dein hübsches Gesicht einen Speer der dunklen Brut zieren. Darf ich diesen stummen Blick als Nein deuten? Nun, wirklich zu schade. Missglück da anmache. Also, du bist anders, als ich gedacht hatte. Aha, was hattest du denn erwartet? Nun, bestimmt kein Elf. Und doch bist du hier. Boah. Mein Name ist Devith.